So, jetzt geht's weiter. Speichern noch kurz. Ich habe vorher noch vergessen. Das ist schon Kapitel 12 jetzt, oder? Weil wir mit dem auch schon bald fertig sind. Ja. Gut, wir sind geheilt. Wir haben genug Gegenstände. Da sind keine Kisten mehr. Geh mal. Sei vorsichtig! Die greifen von oben an! Hast gut durchgehalten. Was glaubst du? Spielt schließlich die Hauptrolle hier! Hat er nicht ganz unrecht. Aber Star braucht eine Pause. Seid ihr bereit? Ja. Ist wohl Zeit für eine Revanche. Blut! Turks! Nichts Persönliches, Alter! Ja. Hey du! Keine Bewegung! Ihr habt euch wirklich mit den Falschen angelegt, das sage ich euch. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Misch dich gefälligst nicht ein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Versuch's. Uns Turks. Hält man nicht zum Narren. Okay. Erst schnell. Ich kann Barrett nicht ausrüsten. Das heißt, wir fangen ihn neu an, oder? Den Fight. Nein, ich will Barrett schon ausrüsten vorher. Ich meine, normalerweise kommt, wenn ein Charakter in die Party kommt und dann gleich ein Kampf losgeht, war ja letztes Mal, dass man ausrüsten kann, den Charakter, den neuen, oder? Weil ich meine, das ist ja. Ist ja blöd sonst, ne? Ich meine, wir können jetzt eh auch rüsten. Auch ausrüsten. Und zwar. Aerith hat eh nicht. Ja, Aerith muss man noch das wegnehmen. Naja. Aerith kriegt einen Schwarzreif natürlich. Und er wird unser Zauberer. Das heißt, dem geben wir das magische Zahnrad auch. Und er wird jetzt die Sachen übernehmen, die normalerweise tiefer macht. Und zwar Barriereamplifikation. Macht er. Das haben sie eher schlecht gelöst, muss ich sagen. Dann Analyse macht auch Barrett. Er wird auch unser Heiler werden. Das heißt, wir werden
ihm da die Max Heal geben. Cloud, lassen wir noch die eine heilen, die kleine heilen, damit wir die auch leveln. Dann werden wir Wiederbeleben mitnehmen, glaube ich. Ja, ja, also dass man die Zwischensequenz jetzt überspringen kann, das weiß ich eh. Wir brauchen Glut auf Max. Wir nehmen Frost mit, das haben wir noch nicht. Toxin und ich wollte eigentlich Erstschlag bei ihm auch machen. Da kann er gleich analysieren und so weiter und so fort. Und das passt schon so. Und sie bekommt. Das lassen wir alles so. Elementaraffinität, Angriff, Glut, Luft, Heilen, Gewitter. Das heißt, hier geben wir noch. Wieso hat er jetzt die kleine Glut? Da geben wir jetzt die große Glut rein und sie bekommt die kleine. Stehlen haben wir bei Cloud jetzt, das wird auch sie machen. Und stattdessen kriegt Cloud den MP-Boost. Nein, Moment, den Magie-Boost. Und Barret kriegt noch einen MP-Boost. Toxin-Frost heilen. Und zwar statt Toxin. Erstschlag ist nicht so wirklich wichtig. Ich nehm den MP-Boost hier. Den MP-Boost hier. MP-Boost. Magie-Boost passt. Okay, was haben wir noch alles? Vision ist bei ihr ausgerüstet, das passt. Sie kann Meister der Gegenstände mitnehmen. Eins haben wir noch. Ausweichen und Umschlag machen wir nicht. TP-Boost. Hat sie nicht schon? Oder? Also sie hat den kleinen TP-Boost. Ah. Dann kommt jetzt den großen. Und ich gebe ihr Wiederbeleben. Damit sie es auch mit haben. So, ich glaube, das müsste jetzt passen. Das haben wir nicht. Wir haben Behandeln haben wir nicht mit. Das ist okay. Versiegeln für Schlaf. Das geht sowieso nicht. Zerstörung wahrscheinlich auch nicht. Widerstand brauchen wir auch nicht. Verkettung auch nicht. ATP-Boost wäre cool, wenn wir irgendwann am Anfang würden zu leveln. Aber das ist noch in weiter Ferne, glaube ich. Und Erstschlag machen wir jetzt nicht, aber später dann. Okay, setzt automatisch provozieren ein, wenn Gefährten in Bedrängnis sind, wodurch die Aufmerksamkeit des Gegners auf den Anwender gelenkt wird, wenn nicht gegen starke. Wird nicht gegen starke Gegner verwendet. Also in Bossfights quasi uninteressant. Luft, Glut, Gewitter. Ich glaube, mit Glut und Gewitter kommen wir gut durch und mit Luft. Frost hat er, sie hat Glut auch. Okay. Also, dann machen wir hier noch einen Ifrit. Dann machen wir noch Kaktor. Machen wir Karfunkel. Ist cool. Okay. Passt jetzt so, ne? Glaube ich. Ich wollte noch Barret die. Das Sturmgewehr, schauen, ob wir noch was leveln können. Und zwar in Richtung Mana und Magie oder so. Wir haben 12 Punkte, das heißt, wir können uns vielleicht da was aussuchen, da ist nichts Tolles. Magische Attacke wäre gut, aber vielleicht gibt es noch was Besseres. Längere Buffs selbst für 6, naja, ist zu viel. Ja, dann machen wir hier Magische Attacke 8, ne? Haben wir bei Barret jetzt wie viel? 53 ist nicht die Welt, aber er hat sogar nur 19. Okay, schaut es mit Status aus. Statuswerte
133, 129, 135. Er hat eh 135, das ist okay. Und er hat wenig Angriff jetzt. Das heißt, er ist wirklich nur fürs Zaubern da. Er hat halt wenig MP leider. Verhältnismäßig wenig. Aber wir werden einfach Ether reinwerfen, das geht schon. So, überspringen. Ah, da ist es gewesen. Ah, ich Idiot. Ich habe es einfach nicht gesehen. Links unten war eingeblendet, dass man im Menü drücken kann. Also, dass man mit 4 gedrückt halten ins Menü kommen kann. Und das wäre jetzt passiert, ne? Ja. Okay, und jetzt können wir anfangen. First Strike, okay. Vorsicht, er ist schnell. Das erledigen wir im Wer hat die Analyse? Ha, du träumst wohl. Und du hast also auch Root besiegt, ja? War ein Job. Wart's nur ab. Das zahle ich dir doppelt heim. Es geht los. Hier kommt Barrett. Resistent gegen Blitz. Ugh. Magieattacken und blitzelementalen Attacken füllen seine Schockleiste nur langsam. Okay. Komm schon her! Lass mich mal. Ja. Haben wir hier mal ein Vita oder? Nichts überstürzt. Überlass das mir. Alles in Ordnung. Da werden wir mal das einmal entfesseln und einmal stehlen. Können wir stehlen? Zauberreif. Viel Erfolg. Roger, ich übernehme. Nicht so nah. Ja. Ja. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Bleib hier. Jetzt ist recht. Übernimm du. Los! Ja. Ja. Gib auf dich acht! Hier kommt Barrett! Er geht immer auf Barrett! Und tschüss! Man kann eh machen, weil. Überlass das mir! Jetzt kann ich dir das sagen! Barrett hat, steht an der Villa drinnen, ne? Ist nicht so tragisch. Bombenabwurf einleiten. Was? Okay. Verdammt! Hier macht euch jeder Vollidiot einfach, was er will! Ha, na, ich schließlich auch. Der Hubschrauber! Ich seh dich! Ja, müssen wir es jetzt analysieren, ne? Geht gar nichts. Hier werden wir einfach mit Aero reinblasen. Abwurf durchgeführt. Nachladen eingeleitet. Fessel. Du bist am Zug. Jetzt erst recht. An die Arbeit. Da, also. Na? Rechste. Für alles gewappnet. Ich mach das. Verschwende. Ja. Das Schloss für dich. Abstand.
Reno, zieh dich zurück! Los, gib alles! Jetzt erst recht! Überlass das mir! Schön ruhig! Steck dir der Aufwand! Aus dem Weg! Vorsicht ist besser als Nachsicht! Moment! Ich mach das. Übernimm du. An die Arbeit. Das tut weh. Bam. Machen wir nochmal Vita auf Tifa in dem Fall. Ja, ja, die Pyramide macht Reno natürlich auch wieder. Oh Gott. Die Brille. Rude is so rude. Aber ich glaube, mit Barretts Abusing geht der Kampf ganz einfach. Dachte, du bräuchtest vielleicht Hilfe. Kann man fast alle Mechaniken ignorieren. Wie recht reichst du ein? Na, dann wollen wir mal, Alter. Jetzt zeigen wir euch, aus welchem Holz die Turks geschnitzt sind. Wind und sonst nichts. Also Rude ist gegen Wind anfällig. Das heißt, wir machen Biora auf Reno. Ich zähle auf dich. Die Lektion werden wir heute lernen. Mit Turks legt man sich besser nicht an. Ganz schön ambitioniert. Sollten wir stehlen, ne? Am besten von Reno. Auf Onkel Barrett, ihr Verlass! Auf die Trill! Los, gib alles! Ja! An die Arbeit! Jetzt ist recht. Ich bin dumm! Das sind wir! Hier kommt es! Schon Vorarbeit geleistet! Ich komm schon her! Falsch an Ort! Oh Gott! Glaub nicht, du entkommst! Tifa! Stehlen zuerst von Reno. Auf die Trill! Roger, ich übernehme! Magie Vita auf Tifa. Aus dem Weg! Hast du ja! Vita auf Claude. Schön, ja. Ruhig bleiben. Oder auch nicht. Nicht ablenken! Da geht noch mehr! Ich übernehme! Ich leg los! Stehlen von Reno, glaube ich. Wie jedes Mal auf ihn geht. Jetzt wird's knapp. Gegenstände, Megatank, Barrett. Immer vorsichtig bleiben. Schon gut, ich hol noch was aus. Komm schon her! Ich mach das! Ich leg los! Jetzt komm ich hier! Lass mich mal! Nicht übertreiben! Es geht los! Bleib hier! Jetzt, das ist doch nicht wahr, Sinn! Vergiss es! Ist doch ein Klaps! Hat er nichts.
Das war's dann. Ich mach das. Gib mein Bestes. Lass mich mal. Das war's. Ich kann noch kämpfen. Oh. Ich zieh mich zurück. Jetzt kann ich dir das sagen. Los, gib alles. Du musst ruhig bleiben. Wir schaffen das. Auf geht's. Okay. Na? Ja. Oh. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Übernimm mal. Ich mach das. Ich leg auf. Komm, ich hält nichts mehr zurück. Komm her. Zeit, komm ich! Roger, ich erzähle! Ich würde eigentlich gern nochmal stehlen. Was ist denn los? Stehlen von Reno zuerst. Wir müssen heilen und zwar alle am besten. Vita zuerst. Vita, klar, das. Bär das nächstes. Gegenstände, Megatrank auf Barrett. Ich bin an deiner Seite. Los, gib alles. Zieh dich zurück. Darf einfach nicht sein. Komm schon her. Kannst du das machen? Jetzt hab ich es. Ich zähl auf dich! Kind das jetzt! Arbeit! Weg, weg! Rio! So wird das nichts. Ich meine, es ist. Der Kampf ist easy zu gewinnen. Ich will nur den. Die verfuckten Items stehlen. Du bist am Zug. Ich mach das. Mich haut das nicht um. Überlass das mir! Ja! Es muss sein! Viel Erfolg! Roger! Ich zähle auf dich! Lass mich mal! Ich leg los! Ja. Nein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Ja, das ist halt. Ich glaube, ich habe nichts stehlen können. Das ist halt schon. Der Kampf an sich ist nicht so schwierig. Keine Ahnung. Im Remake. Wenn ihr Root genau anschaut, beim Kämpfer, seht ihr, dass er jedes Mal, wenn er Aerith oder Tifa angreifen soll, greift er sie nicht an, sondern er macht sie nur, er betäubt sie nur. Er dreht sie quasi um und haut ihr auf den Hinterkopf. Was zum? Also, technisch gesehen greift er sie nie, er macht keinen Schaden. Ja. Außer mit Flächenangriffen macht er natürlich schon Schaden. Das war's mit der Säule. Letzte Sequenz wird eingeleitet. Abschnitt 1 wird abgelöst.
Evakuierung einleiten. Verankerungen werden gelöst. So wie sie es hier gelöst haben, ist nämlich noch nerviger. Cloud! Tifa! Aber den haben wir ganz schön eingeschenkt, oder? Den zwei. Noch 5 Minuten. Das Coole an dem Kampf finde ich natürlich, dass die beide genauso kämpfen wie in ihren einzelnen Kämpfen, halt gemeinsam. Und dass man dann auf mehrere Effekte Acht geben muss. Was nun? Die Zerstörungssequenz wurde bereits ausgelöst. Stoppt sie, bitte! Tifa! Marlene ist in Sicherheit! Eris! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Wo ist meine Tochter? Wo seid ihr? Cloud, ich bin... Hier. Ihr seid in Kontakt mit dem alten Volk gekommen und habt ihre Nachkommen zurück in unsere Arme getrieben. Dafür haben wir aufrichtig zu danken. Deshalb tut es mir auch fast leid für euch. Altes Volk? Lauf weg! Ihr müsst fliehen! Und wohin sollen sie denn fliehen? Eris! Verankerungen werden gelöst. Bitte sofortige Evakuierung einleiten. Ist noch irgendwas zu holen? Außer gar nichts, ne? Nein, leider nicht. Hey! Hierher! Hiermit kommen wir nach unten! Komm! Na los, Tempo! Und los! Wedge, was magst du noch da? Ich finde wahnsinnig interessant, warum sie da catchy einblenden. Ich meine, wir wissen noch nicht, wer das ist. Wir haben keinen Bezug zu ihm. Er ist trotzdem einfach im Bild. Als kleines Stofftier oder Katze oder wie auch immer. So, okay. Das war's mit Kapitel 11. Bin schon gespannt, was jetzt noch alles zu erledigen ist, bevor wir zum Shinra-Turm auflaufen, weil im Originalspiel ist ja nicht mehr viel zu machen. Das Einzige, was man macht, ist am Wall-Market die Batterien holen und dann raufgehen, ne? Das war's mit Kapitel 12 sogar. Okay. Ah, richtig, Marlene besucht man auch. Stimmt.
Sie sagt gar nichts. Okay. Hey! Wo seid ihr? Barrett? Das war doch seine Stimme. Komm schon! Zusammen. Antwortet mir! Eins, zwei... Lenchen! Marlene! Bix! Wedge! Jesse! So ein Scheiß! Scheiße! Verdammt! Marlene! Das ist alles unsere Schuld. Ist es nicht, Tifa? Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du? Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Eris doch gesagt. Eris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Hm. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Wo willst du hin? Okay. Da gibt's nichts mehr, oder? Nope. Okay. Es ist auch schwer, sich jetzt hier allgemein zu orientieren, wo wir angekommen sind. Im Gegensatz zum Original, wo es sehr offensichtlich sichtbar ist, dass man am Spielplatz vor Walmart gelandet ist. Wie konnte das nur passieren? Sie ist tatsächlich abgestürzt. Wir müssen weiter.
Was sollen wir nur machen? Wann kommt denn endlich Hilfe? Mama, da war doch kein Unfall. Vorsicht! Und? Verrätst du mir, wo es hingeht? Zu Aeris Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du übers alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Aeris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Ja, schon wieder. Und wieder warst du zu schwach. Hä? Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter. Eine riesige Lücke klafft in der Platte. Wow. Okay. Verliert man sich in ihm? Keine Sorge. Jeder Sektor hat ja seinen ganz eigenen Pfeiler. Wie lange der Wiederaufbau wohl dauern wird? Oh, wirklich eine schreckliche Tragödie. Wo gehen wir jetzt hin? Ich meine. Ja, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Nein, das war kein Unglück. Das war ein Anschlag. Halt. Wohl doch kein Unfall. Schleichen wir vorbei. Ein Angriff? Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Wovon reden die? Bessere Gelegenheit gibt's nicht. In Sektor 7 herrscht pures Chaos. Niemand wird was mitbekommen. Ja, Mann. Lass uns in den Trümmern nach Schätzen graben. Und vielleicht retten wir ja aus Versehen sogar jemanden. Hey. Es gibt bestimmt Hunderte, die noch unter den Trümmern. Jesse war auf dem Pfeiler, oder? Ja, Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Wedge war unten in den Slums. Verstehe.
Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Das hat keinen Zweck. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Das ist ganz schön viel Arbeit, ne? Der ganze Sektor ist runtergefallen, ne? Wir wollen hier mal rechts rein, ne? Also das ist der... Das ist der kurze Weg, den Aerith vorher nicht gehen wollte. Verstehe schon. Okay. Das hat vielleicht gekracht. Okay. Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an. Gib halt das Tempo vor. Das ist ja wie in einem schlechten Film. Wir unterbrechen für eine Eilmeldung. Hallo, Cloud. Schön, dich wohl aufzusehen. Lass uns neue Materia finden, um diese Situation zu überwinden. Oh, ATP-Schock. Das ist auch super. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe einen Kampfbericht für eine neue Beschwörer-Materia erstellt. Oh. Besiege die Esper, um die Materia zu vervollständigen. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich wollte eigentlich ganz was anderes machen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Sehr gut. Feindes können, da ist sie schon. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht schon vorher auch auf die Feindes können zugreifen können, aber jetzt haben wir sie auf jeden Fall. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Schauen wir mal die Kampfberichte an. Kampfsimulation mit Leviathan. Mechanismen des Fertigkeitenerwerbs. Das heißt, wir müssen alle 16 Waffenfertigkeiten erlernen. Bekommen dafür eine neue Materia. Sämtliche Magie-Materia meistern. 12 verschiedene und dann kriegen wir MP-Absorption. Und 10 Arten einer Subspezies besiegen. Ich glaube, da gibt es keine Möglichkeit, dass man das vorher schon irgendwie erledigt. Ich bin jetzt. Machen wir noch mit der Story weiter. Und nach dem nächsten Story-Event werden wir dann für heute mal Pause machen. Oder für jetzt mal Pause machen. Und dann am Abend weitermachen, noch kurz. Das ist das Haus. Marlene! Peyton! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett! Schrei nicht so rum. Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also sie hat kurze Haare,
Und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosa an. Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft. Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Können wir noch erfahren, was Wehe, mit... Wehe, weckt mir die Kleine auf. Was mit Arif passiert ist? Am besten, ihr geht auch nach oben. Okay. Marlene, ein Glück. Du lebst. Aeris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Aeris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich habe sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft. Richtig? Hat Aeris dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aeris ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht... Ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aeris in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aeris mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein, wir verstanden uns gut. Die Kleine war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten. Wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aeris aus heiterem Himmel.
Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages. Oh. Huh? Jaha. Nein, geh weg. Eris, du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte, was das alte Volk denn sei. Das alte Volk wird uns zum verheißenen Land führen. Eris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos, etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind, alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Eris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Eris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht! Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn zu oft wusste Eris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Eris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Da würde ich mich nicht verlassen drauf. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf! Wenn ich jetzt auch noch Eris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Eris Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Nope. Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar. Okay. So. An dem Punkt werden wir für heute mal kurz Pause machen. Und wir sehen uns wieder am Abend irgendwann. Wenn wir wieder zurückkommen, werden wir schauen, wo wir hingehen, weil ich glaube, nach Sektor 7 werden wir nicht gehen. Glaube ich fast. Aber das sehen wir alles dann am Abend. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.